Der Sommer zieht ins Land und wie jedes Jahr fliegen die Falken gen Süden. Falkenstämme aus ganz Österreich begeben sich auf die Reise in ihre Heimat. Das Falkencamp Döbriach. Verborgen von der Außenwelt erschaffen sie sich nahe des Millstättersees in Kärnten eine kleine perfekte Welt. Eine bunte Welt der Vielfalt und Solidarität. Vor ihnen liegen 2 Wochen voller Spaß, Mitbestimmung und vor allem Freundschaft. Es ist ein friedlicher Ort, in dem alle gleichberechtigt zusammenleben und so sein können, wie sie es möchten. Die Sorgen des Alltags sind schnell vergessen und weichen der Falkengemeinschaft und ihrer Harmonie. Doch 2021 sollte alles auf den Kopf stellen, denn Ärger liegt in der Luft. Gut, dann ist beschlossen. Auf zum Kampf, Genossinnen! Wir schreiben den 17. Juli 2021. Im Falkencamp ist es noch ruhig, doch nach und nach kommen die Gruppen in ihrem Zuhause an. Einige Gruppen reisen mit Bussen an. Andere marschieren hunderte Kilometer zu Fuß zum Millstättersee. Und ganz traditionsbewusste Gruppen bestreiten die Reise mit dem traditionellen Sozimobil. Bam, 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 bam. Uhuhu, endlich in Döbriach. Es beginnt die rituelle Orientierungsphase, die alle Falkinnen in Döbriach durchlaufen müssen. Die Zentralrätin des Camps macht dabei die Gruppen mit den wichtigsten Regeln vertraut. Bitte auf den Toiletten nur kleines Geschäft. Großes Geschäft da hinten auf dem Komposthaufen. Das verarbeitet man dann nämlich zu Biodünger. Super für die Natur, oder? Danach bekommen alle ihre Aufgaben in der Campgemeinschaft zugeteilt. Herbert und Egidius, ObwäscherInnen vom Dienst. Notiert. Anneliese, Kunigunde und Frieda, Camp-KartografInnen. Notiert. Sieglinde und ihr Team, wie immer, SchülerbauerInnen und Harmoniebeauftragte. Ja, ist auch notiert. Sogleich gehen alle an die Arbeit. Jeder und jede hat seinen Platz. Jede und jeder ist eine wichtige Säule der Kinderrepublik und leistet seinen oder ihren Beitrag. Liebe. Ohne unsere Schüler gab es überhaupt keine Harmonie da, oder? Richtig. Sorry. Jetzt war ich ein wenig weg. Ja, ich sehe da schon der 5000. Becher, da wird man halt mit dabei. Da sich das Camp von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, kommt den Camp-KartografInnen eine besondere Aufgabe zu.
denn sie müssen die Pläne und Karten der Kinderrepublik Döbrach immer aktuell halten. Jawohl, das neue Jutz hätten wir einzeichnen. Ja, und da hinten ist nur ein Ex-Klo. Und so entsteht in nur wenigen Stunden eine starke Gemeinschaft, in der alle Hand in Hand zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen und so sein können, wie sie es wollen. Doch eines fehlt noch, um offiziell die Falken-Kinderrepublik auszurufen. Und so zieht es die BewohnerInnen am Abend des ersten Tages ins Campzentrum. Denn eines der wichtigsten Falkenrituale, jetzt geht's ab, steht kurz bevor. Der Ruf des Proletariats. Der Ruf des Proletariats ist so alt wie die Menschheit selbst. Es ist ein Ruf, der erschallt und niemals verhallt. Drei auserwählte FalkInnen wird nun die Ehre zuteil, den Ruf des Proletariats anzustimmen. Nach intensivem Studium der heiligen Falkenschriften bestimmt Kaspar, der Archivar des Falkencamps, die diesjährigen Auserwählten des Rufes. Es ist der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Kaspar ist hier, unser Archivar. Jawohl, und ich bin ich. Er wird uns heute sagen, wer sind die diesjährigen Auserwählten? Kaspar, sag es uns. Grüß euch, Leon. Also, ich habe viel gelesen in die alten Schriften. Und ich werde euch jetzt sagen, wer die Auserwählten sind. Ich werde mit dem Finger auf sie zeigen. Okay, los geht's. Also, die Auserwählten sind... Du nicht. Und du! Sogleich nehmen die Auserwählten ihre ehrenvolle Aufgabe wahr und stimmen den Ruf an. Die BewohnerInnen der Kinderrepublik erwidern den Ruf mit geeinter, mächtiger Stimme. Freundschaft! Laut und unüberhörbar dringt die Stimme der Falken hinaus in die Welt. Den Abschluss des Rituals bildet das Ausrollen der heiligen roten Fahne. Sie ist das flammende Symbol der roten Falken und steht für den Kampf für eine bessere Welt. Sie wird zeremoniell am höchsten Punkt des Falkencamps angebracht. Ihr Anblick ist von überall im Camp zu sehen und erinnert die Falken an ihre Wurzeln und ihre innere Kraft. Sobald die rote Fahne ausgerollt wurde, ist es offiziell. Die Kinderrepublik regiert das Falkencamp. Ihr Glanz strahlt weit über die Grenzen des Camps hinaus, während sich die FalkInnen zum Ausklang der Zeremonie der musikalischen Ekstase hingeben. Niemand der Falkinnen konnte ahnen, dass ein kleiner Sturm, wie es sie öfter im Falkencamp gibt, gravierende Auswirkungen auf das Leben in der Kinderrepublik haben würde. Denn während die Falkinnen schliefen, riss der Wind die heilige rote Fahne vom Turm. Der Sturm trug das Falkenartefakt bis ins Dorf der Gruppe der Hintertupfinger Falken, wo sie sich um einen Baum wickelte und hängen blieb. Als die BewohnerInnen der Falkenrepublik am nächsten Morgen bemerkten, dass ihr Heiligtum nicht mehr an seinem Platz war, saß der Schock tief.
als aber dann zwei JungfalkInnen die Fahne im Dorf der Hintertupfinger entdeckten, war das Chaos perfekt. Habt ihr schon gehört? Kann's gar nicht glauben. Es ist eigentlich unglaublich. Ich pack's gar nicht. Ja, ich weiß eh, wir sind alle im Schock gekommen. Setz dich hin, Marianne. So da, die haben also unsere Fahne gestohlen. Na, die werden was erleben. Ja, wenn sie es gestohlen haben, dann müssen wir uns rächen. Es hilft halt nicht. Das Missverständnis sorgt für Unruhe im ganzen Camp. Viele Gruppen berufen Notfallsitzungen ihres Dorfrates ein, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Also Leute, es deutet alles darauf hin, dass die Hintertupfinger unsere heilige Fahne gefladert haben. Das ist natürlich ein schweres Vergehen. Und wir müssen da jetzt entscheiden, was wir jetzt tun. Ich bin dafür, dass wir denen eine gescheite Abreibung verpassen. Oder nicht? Muss doch so sein, oder? Mei, ich bin so unsicher. Ja, ey, hast eh recht. Die Lage in der Kinderrepublik spitzt sich zu, als die erste Gruppe einen verheerenden Entschluss fasst. Gut, dann ist beschlossen. Auf zum Kampf, Genossinnen! Uiuiui, es geht los, jetzt müssen wir noch feste Schuhe ziehen, schnell. Also Hildegard, was brauchen wir jetzt für den Angriff? Mal fix Schutzausrüstung, oder? Ich bin perfekt am ganzen Körper geschützt. Ganzkörperschutz, Schutz, yo, Ganzkörperschutz, Schutz, yeah. Uiuiui! No, servus, mit dem Gleichgewicht sind wir der Angriff aber nix. Ich glaub, die Hintertupfinger einfach ohne. Mit den Klangstäben da. Die schauen so schön aus. Das ist effizient und hört sich schön an. Der Konflikt im Falkencamp eskaliert. Halt, stopp, du Fahnendieb! Ninja! Huia! Huia! Ich krieg dich schon noch, komm her! Hii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 i
der aus Lama-Wolle gewonnen wird und anschließend in Farbe getaucht wird. Die bunte Kleidung symbolisiert für die Falken Vielfalt, Toleranz, Offenheit und Respekt voreinander. Dann sind die Vorbereitungen für das Ritual des Friedens abgeschlossen und der Herald des KanzlerInnen-Teams verkündet: Hört, hört, hört! Das gesamte Camp ist aufgefordert, sofort mit zum Strand zu kommen! Auf Ersuchen des MinisterInnenrats wurde eine Campversammlung am Ufer des Millstättersees einberufen. Alles hängt nun vom Ritual des Friedens ab. Die KanzlerInnen und die MinisterInnen treten entschlossen vor die BewohnerInnen der Falkenrepublik. Liebe Falkinnen und Falken, die Wut und der Zorn müssen aufhören. Wir sind die roten Falken. Wir kämpfen miteinander, nicht gegeneinander. Wir stehen für Zusammenhalt und Solidarität. In einer Welt des Friedens und des Miteinanders. Reichen wir einander die Hände und feiern wir die Freundschaft. Entzündet das Feuer des Friedens im Camp und in euren Herzen. Das Feuer des Friedens erinnerte die Falken einmal mehr an ihre Grundwerte. Gleichheit, Solidarität, Gerechtigkeit, Vielfalt, Freiheit und natürlich Frieden. Das Feuer strahlte in ihre Herzen. Sie vergaßen ihren Zorn, reichten einander die Hände und sahen ein, dass Freundschaft, Solidarität und Zusammenhalt wichtiger sind als alles andere. Bis tief in die Nacht besannen sie sich ihrer Wurzeln, ihrer Werte und ihrer Gemeinschaft. Sie sangen, wärmten sich am Feuer und waren glücklich, im Falkencamp zu sein. Wenn uns diese Geschichte aus der Falkenrepublik etwas lehrt, dann, dass niemand fehlerfrei ist. Auch die roten Falken nicht. Doch es ist eine Frage der Haltung. Lernen wir aus unseren Fehlern? Schaffen wir es, aufeinander zuzugehen? Auch wenn uns das manchmal wirklich schwerfällt. Sind wir bereit, uns zu verändern? Nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Menschen rund um uns und die Gemeinschaft, in der wir leben. Respektieren wir einander? Und achten wir darauf, dass es allen in unserer Gesellschaft gut geht. Wenn wir diese Haltung immer in unseren Herzen tragen und danach handeln, Tag für Tag, dann blicken wir in eine gute Zukunft. Eine Zukunft, die uns gehört. Denn wir sind das Bauvolk der kommenden Welt. Unsere rote Fahne weht uns voran. Es liegt in unseren Händen, die Welt bunter, gerechter und friedlicher zu machen. Nicht nur für die Falken im Falkencamp Döbra, sondern für alle Menschen auf dieser Erde. Deshalb dürfen wir eines niemals vergessen. Die Zukunft beginnt mit uns und...